Wir waren in Salzburg. Ja. Und was kauft man in Salzburg? Mozartkugeln. Wir haben alle Mozartkugeln gekauft, denen wir habhaft werden konnten. Es Und sind nicht auch. alle, die es gibt. Aber dafür haben wir auch ein Mozart-Müsli von meinem Müsli. Mit handgemachten Bio-Mini-Mozartkugeln. Also eigentlich haben wir hier insgesamt, wenn man Würfel auch zur Kugel zählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 9 Müsli-Mozartkugeln. Plus ein Und ein Mozartkugellikör. Mozartkugel-Likör, den wir trinken, wenn das Video vorbei ist. Echt? Erst dann? Wir trinken es am Ende des Videos. Da esse ich meine Nachspeise. Ich muss jetzt mein Müsli einweichen Okay. lassen. Also, wir machen einen Mozartkugeltest, weil es gibt viele Mozartkugeln und eine davon ist die Original-Mozartkugel. Das verraten wir am Schluss, was die Original-Mozartkugel ist. Aber darf ich Es gibt viele, die verraten? behaupten, sie sind die echten, aber nur eine ist die Original. Aber darf ich das mit dem Gold, Rot und Blau-Silber verraten? Was auch immer es bedeutet, ich weiß es Ich nicht. habe es gestern gelernt. Also Blau-Rot, nein, Quatsch, Blau-Gold, nein, Rot-Gold ist industriell gefertigt und Blau-Silber ist handgemacht. Ah ja, In das muss so liebevoller Hand. sein. Ich weiß nicht, das hat eine Frau, die mir Blau-Silber verkauft hat, angewidert Okay. gesagt. Gut, dann machen wir jetzt den großen Test und arbeiten uns durch. Ja. Von Reber. quasi von euch links nach rechts. Und wir beginnen mit Reber, weil das sind eben die deutschen Mozartkugeln, Nicht mal österreichisch, ja. die Wir haben noch eine ich. weitere deutsche Mozartkugel hier drin. Das habe ich. Ja, die Ja. Da kommen wir Discount-Mozartkugel. noch zu. Also, Reber zuerst. Weil ich die halt am besten kenne und Gut. als Basiswert quasi. Genau, ich kenne die eigentlich auch schon. Keine originale Mozartkugel, sie ist abgeflacht. Ich mag die. Das ist auch die einzige, die ich kenne. Was ist das innen drin? Ist das, das ist kein Das Nougat. ist kein Nougat. Kein Nougat? Ist das Nougat? Es Dann ist ist es. Nougat. Ich finde es kein gutes Nougat. Oh. Das stört mich bei dem Reber immer ein bisschen. Ich weiß nicht, ich kenne nur die. Okay. Reber bekommt von mir eine Durchschnittsnote. Ich habe meinen Ja. Basiswert. Ich muss mich nachher festlegen. Ja. Dann machen wir weiter mit Mirabelle, Ja, was tun die wir. Original Salzburger. Bisher meine Favoriten immer, habe ich mal am liebsten gegessen. Die kenne ich nicht. Also sie Gab es immer bei sehen meinem Opa. innen auf jeden Fall wahnsinnig hübsch aus. Genau, also sehr Da hat sauber. man das Nougat nicht in der Mitte, sondern das Marzipan. Genau. Ich finde die jetzt schon im Klassen besser. Die schmecken total anders. So müssen für mich Mozartkugeln schmecken. Harter Kern. Ein schönes weiches Marzipan und außenrum eine gute Kombination aus Pistazie und Nougat. Ich finde die Schokolade wahnsinnig lecker. Ja, schön dunkel, schön herb. Gute Kugel. Okay, vor der habe ich jetzt ein bisschen Angst. Das ist jetzt die Discount-Kugel. Das ist die Kugel von Penny. Die ist auch gar nicht kugelig. Das ist die flachste von Auch, genau, allen. ist noch flacher, die ist sogar oval und geflacht. Und wird in Halle produziert. Aber keine Hallore. Besser als gedacht, finde ich. Sehr viel Marzipan. Genau, also Marzipan ist zu dominant. Schmeckt mir trotzdem besser als Reber. Ja, persönlich. Ich mag Marzipan. Es ist überraschend gut. Jetzt kommen Zurück wir nach zu der. Österreich. Ja, genau. Jetzt muss ich auch nochmal spicken. Viktor Schmidt, die wurde aber bei Manna verkauft und die Frau nannte es auch immer Manna-Mozartkugeln. Die ist jetzt. Sie meinte, da ist das Marzipan dominanter. Ist jetzt aber nicht so viel Marzipan Die drin wie Schokolade kommt schon durch. bei der anderen. Na dann. Okay, also man sieht fast kein Marzipan, finde ich. Es ist ein wahnsinnig großer Nougatkern. Ich weiß nicht genau, das Außenrum ist ja kein Marzipan, oder? Das Außenrum ist Doch. doch. Das ist Marzipan, Ich so ein glaube. dunkles Marzipan. Bräunlich. Ah ja, doch, ist eins. Oh, Da ist der Nougat. Super. Ich finde das Marzipan super. Und das Marzipan ist auch besser als die anderen, weil es sehr weich ist und nicht so körnig. Hat einen wahnsinnig intensiven Geschmack. Schmeckt so Amaretto-mäßig. Bestes Marzipan Das bisher. Amaretto finde ich auch. Ja, kämpft jetzt gerade bei mir mit Mirabelle. Die ist echt sehr lecker. Überraschend.
Ist auch vom, von der Verpackung her, erinnert die sehr an Mirabelle, aber ist nicht ganz rund. Jetzt kommt der Mozart-Würfel auch vom Manner. Keine richtige Kugel. Der sieht irgendwie vom Außen her aus. Der ist mit Zartbitterschokolade und ja, Nougat, sagt die Verkäuferin. Ja, Nougat und dann ist noch irgendwie noch was drin. Marzipan ist sehr wenig. Zu wenig Marzipan. Nougat okay. Schokolade überzeugt mich nicht so. Ja, es hat das Zartbitter. Bin ich nicht so ein Fan davon. Ich mag Zartbitter, aber es ist... sie schmeckt zu billig. Sie schmeckt, sie hat keinen distinkten Geschmack. Ist okay. Es ist halt so ein Nougat mit Zartbitter, aber es ist jetzt nichts, was ich mit Mozartkugel assoziieren würde. Ja, ist keine Mozartkugel. So, und jetzt kommen wir zu zweimal Confiserie Braun. Die auch in Wikipedia nicht zu finden war. Ich habe mich in der Wikipedia ja informiert. Ja. Die gibt es auch in Salzburg, steht in Wikipedia allerdings nicht drin. Aber wir haben sie mal mitgenommen. Und stellen auch selbst her, wie man sieht, blau. Und die haben zwei verschiedene Modelle, nämlich einmal mit Marzipan und einmal ohne Marzipan. Mhm. Und wir fangen mal ohne Marzipan an. Genau. Und das ist spannend. Man sieht, dass sehr viel Pistazie drin ist. Wahnsinnig viel Pistazie und Nougat und eigentlich nur Nougat und Pistazie. Auch eine Schokolade. Mhm. Sehr weich. Mhm. Boah. Sehr lecker. Sehr luftig. Mhm. Also sie zerfällt schon fast. Ne, die können wir echt mit der Zunge zerdrücken. Sie ist sehr fragil. Die fragilste von allen. Oh. Bisher. aber echt lecker vom Geschmack. Also pistazienmäßig. Sehr lecker vom Geschmack. Uh-huh. Weiß noch nicht genau, wo ich sie einsortiere, aber sie ist sehr lecker. Ich würde vermutlich, ich finde es ein bisschen schade, dass sie so schnell weg ist, weil sie so lustig ist. Es ist so und ist weg. Aber es ist so ein, naja. eine zierliche Kugel, die aber sehr nobel. Schmeckt echt gut. Ja, aber nach 6 Kugeln möchtest du jetzt auch keine bombige mehr. Nein, ich habe da kein Problem. So, weiter geht's. Also die nächste eben auch nochmal braun, aber das ist jetzt die mit Marzipan und seltsamerweise sieht das so aus wie weiße Schokolade, also schwarze Schokolade, weiße Schokolade. Ja, das ist ein extrem weißes Marzipan. Ach so. Oder ist es getauscht? Nee, das ist von der Härte her ist das Schokolade. Dann ist das Marzipan hier? Nein, auch nicht. Ich weiß nicht, weil es sieht eigentlich so aus wie das andere mit dieser weißen Schokolade. Das in der Mitte ist Marzipan. Mhm. Es ist einfach nur keine Pistazie. Oder? Nee, Pistazie schmeckt man eigentlich nicht wirklich. Auch super weich. Nicht so weich wie die andere, weil diese eine zusätzliche Schokoladenkern da rum ist. Also müsste man sich fürs optimal ausgewogene Erlebnis... Vom Geschmack? Eine von jeder gleichzeitig im Mund stecken. Mhm. Möglich. Zusammenbauen. Vom Geschmack finde ich sie ein bisschen besser. Nee, ich fand die erste besser. Aber es ist kein großer Unterschied. Ich finde die erste ein bisschen besser, weil sie ein bisschen mehr Volumen hat. Aber das ist so eine Geschmacksfrage, was man halt so will. Also ich mochte von Braun jetzt auch die erste besser. Okay. Puh. Oh. Und dann kommen wir zur letzten. Und das ist... Die von Confiserie Fürst. Und das ist der Erfinder der Mozartkugel. Angeblich. Laut Wikipedia auch. Oh. Angeblich hat er es erfunden und alle streiten sich darum, wer die echte Mozartkugel ist. Eigentlich ist das die echte, originale Mozartkugel. Und alle anderen behaupten das von sich auch. Und alle anderen streiten sich. Mirabelle streitet sich mit Reber und es gibt Millionen Rechtsstreite und so. Und eigentlich sind die hier die Waren, die aber dann kein Mensch kennt. Original Mozartkugel steht drauf. Ich glaube, alle anderen nennen sich echte Mozartkugel oder so. Die Original Salzburger Mozartkugel ist hier. Die sieht auch vom Design her aus, als hätte die sich seit 150 Jahren kaum verändert. Angeblich hat sie das nicht. Sie ist handgemacht. Ist wie die Mirabelle rund, aber total knubbelig. Also, ja. Ich glaube, da ist keine Pistazie drin, kann das sein? Mm-mm. Also es sieht Schokolade, einfach nur aus. Schokolade, Nougat, Marzipan. Riesen Nougat-Klecks. Okay, das wird zart. Schauen wir mal. Sehr hart. Mhm. Spur Gegenteil von Braun. Mhm. Also, ja, sehr viel Nougat. Ja.
Ist irgendwo zwischen Mirabelle und Reba. Wenn man so die Bekannten nimmt. Schokoladeaufschwung finde ich schmeckt gut. Nougat haut stark rein. Aha. Aber die hat mich jetzt nicht umgehauen. Lecker, aber nicht die beste. Also ich fand jetzt... Nougat zu hart. Zu viel Nougat. Auch wenn ich ein Nougat-Fan bin, es ist zu viel Nougat bei der Originalen. Mir braun. Also braun finde ich die Pistazien. Ich glaube, das ist mein Favorit. Auch weil die sehr, sehr leicht sind. Ich fand tatsächlich Viktor Schmidt erstaunlich gut. Ja. Also von den Industriellen, boah, wäre es jetzt schwierig. Schmidt oder Mirabelle? Ja, beide gut. Jetzt hast du mich tatsächlich von Reba abgebracht. Reba ist und ich finde Reba tatsächlich immer noch einer der schlechtesten. Ich kann mit Reba, nee, Reba nie. Also Reba ist mit dem Mozartwürfel bei mir eins auf, fällt für mich raus. Alle anderen dreien, also vom Preis-Leistung würde man vermutlich sagen, man, die sind wirklich nicht teuer und dafür sind sie echt gut. Die war überraschend gut, ja. Genau, kann man essen. Ich würde mich vermutlich für Viktor Schmidt entscheiden bei den industriell gefertigten. Aber würde mir, also das dann nimmt sich nicht viel. Das sind ein paar minimale Prozentpunkte zwischen Mirabelle bei mir. Nee, passt. Ja. Oh, jetzt kommt Four Seasons Vivaldi. Wir müssen uns beeilen, weil Mozart ist gleich vorbei. Jetzt muss ich meine Nachspeise essen. Genau. Und währenddessen überlege ich mir, welche ich besser finde von den handgefertigten. Und ich glaube auch, also es ist eigentlich ziemlich, es ist sicher braun. Und zwar aber die mit Marzipan, also die etwas vollere, finde ich definitiv besser. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich eher... Es ist schwer zu sagen, sie sind sehr unterschiedlich. Also sie haben Vor- und Nachteile beide. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich vermutlich zu Viktor Schmidt greifen, insgesamt. Insgesamt? Ja. Aber mit mit keinen großen Abständen jetzt. Viktor Schmidt, Braun, Mirabelle sind für mich alles gute Kugeln, Mozartkugeln. Also ich glaube, so als Alltagskugel finde ich die Viktor Schmidt echt ganz gut. Ich schaue jetzt nur gerade hier, weil ich habe hier nur eine einzige kleine Mozartkugel drin gehabt. Du isst das Müsli, ich trinke den Schnaps. Nein, ich wollte dir nämlich... Ah, hier ist noch eine. Marzipanlikör. Weil guck, das ist diese Mini-Mozartkugel und die schmeckt tatsächlich wie eine Mozartkugel. Oh ja, die erinnert ein bisschen an die Mirabelle. Mhm. Weil viel Marzipan. Mirabelle ist ja marzipanlastig gewesen. Mhm. Die ist lecker. Die kann man jetzt Müsli packen. Ja, aber ich weiß nicht, also ich habe das sonst noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob es das nur in Salzburg gibt. Ich glaube, kann man nicht mein Müsli eh zusammenstellen. Ganz frei. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich habe bisher immer nur im Supermarkt gekauft. Ich war noch nie in einem Laden drin. Ich wusste gar nicht, dass es so regionale Produkte gibt. So, aber also. Sehr lecker. War gut. Hast du jetzt schon ganz ausgetrunken? Nein, ich habe noch nicht einen Schluck getrunken. Du musst erzählen, wo wir das gekauft haben. Im Sparmarkt? Im Mozart-Geburtshaus. Im Sparmarkt im Mozart-Geburtshaus. Ja, ist halt so ein Schokoladenlikör, also jetzt. Muss aber nach dick schmecken eigentlich, oder? Nach Marzipan, hätte ich gedacht. Tut's nicht? Ich schmecke jetzt eigentlich nur Schokolade. Ja, das ist wenig. Auch wenn sie es verkaufen. Enthält Milch. Drei verschiedene Geschmacksrichtungen gab es. Es gab irgendwie Schokolade, Marzipan. Aber es schmeckt einfach nur schokoladig. Nicht schlecht, aber man muss es nicht kaufen. Aber wenn man mal im Mozart-Geburtshaus im Sparmarkt gehen kann man will, auch mal so ein Mozart Likör mitnehmen. Schmeckt wie ein Likör, in dem man ein bisschen, in dem man Schokolade getropft hat. Kann man machen. So. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, welche Mozartkugeln wir gut finden. Überraschenderweise. Genau. Sagt uns doch in den Kommentaren, welche Mozartkugeln ihr gut findet. Und lasst ein Like da. Lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert. Und kauft unser Merch. Kommt dann noch.